Herzlich willkommen zu dieser kurzen Einführung durch die Ausstellung The Future is Blinking. Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal Werke der frühesten Studiofotografen von der Küste West- und Zentralafrikas. Bereits 20 Jahre, nachdem die Fotografie 1839 in Europa vorgestellt wurde, hat sich an der Küste zwischen Dakar und Luanda eine blühende Fotokultur entwickelt. Einheimische Fotografen haben zusammen mit ihren Kundinnen und Kunden eine bezaubernde Bilderwelt geschaffen. In den Freiluftstudios konnten sich die porträtierten Personen so zeigen, wie sie gesehen werden wollten. Damit sind diese Fotografien historische Gegenbilder zu den Fotografien, die von kolonialen Fotografen aufgenommen wurden, die oft mit Herablassung, Gewalt und Vorurteilen auf die porträtierten Personen blickten. In der Ausstellung werden rund 100 Originalabzüge von 30 bereits bekannten Fotografen sowie noch vielen nicht identifizierten Fotografen gezeigt. Die Fotografien stammen aus dem Zeitraum von 1875 bis 1930, wobei der größte Teil aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt. Zu sehen sind Albuminabzüge mit ihrem unvergleichlichen Detailreichtum, wir sehen Silber-Gelatine-Abzüge und auch Lichtdrucke, die zum Teil von Hand koloriert wurden. Die Ausstellung ist in vier Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich widmen wir uns den Fotografen und ihren Geschäftspraktiken. Dabei wird auch thematisiert, wie sie mit Postkarten ab dem frühen 20. Jahrhundert ein lukratives Geschäftsmodell aufzogen. Im zweiten Bereich widmen wir uns aber den Abgebildeten. Wir befinden uns dann im Freiluftstudio und fragen uns, welche Elemente bei den Fotografien, bei den Inszenierungen eine Rolle gespielt haben. Das sind zum Beispiel die Hintergründe. Sie reichten von gemalten, selbstgemalten oder auch bestellten, per Versandkatalog bestellten Hintergründe, bis hin zu Wellblech oder bestimmten Stoffen, die lokale Bedeutungen haben. Und in dieser Ausstellung versuchen wir, diese Bedeutungen zu entschlüsseln. Bei den Hintergründen lassen sich auch spannende Verbindungen ziehen zur Schweizer Wanderfotografie aus derselben Zeit oder aber zur afroamerikanischen Modefotografie der heutigen Zeit. Dann gab es natürlich noch weitere Elemente, die von zentraler Bedeutung waren, wie zum Beispiel die Stoffe. Die Frau, die wir hier zum Beispiel sehen, hat sich in viele Lagen Stoffe gehüllt und hat damit ihren Reichtum zum Ausdruck gebracht. Im dritten Kapitel fragen wir uns, welche bereits existierenden Künste die Fotografie beeinflusst haben. Am wichtigsten war da sicher die figürliche Kunst, die mit ihren symmetrischen Darstellungsweisen, mit ihrer Präferenz für den frontalen Blick die Fotografien ganz stark geprägt haben. Im vierten Bereich widmen wir uns der Fotografie als moderne Technik des Erinnerns. Viele der Fotografien, die wir hier sehen, wurden eigentlich für das private Familienalbum aufgenommen. Doch mit ihrem Eingang in die Museumssammlung wurden sie auch getrennt von den Erzählungen, die die Erinnerung an die abgebildeten Personen am Leben erhielten. In diesem Bereich zeigen wir zusätzlich zu den Museumsfotografien Fotografien von Albumbesitzerinnen und Besitzern aus Ghana. Sie erzählen uns, welche Geschichten mit den Fotografien verbunden sind. Und Sie sind herzlich eingeladen, diesen Sprung zu erkunden zwischen Museumsobjekt und der Fotografie als Element eines lebenden Archivs. Mit dieser Ausstellung wird die globale Geschichte der Fotografie um ein wichtiges Kapitel erweitert. Die Geschichte der Fotografie in West- und Zentralafrika wird dabei nicht vom globalen Norden her gedacht, sondern wir rücken die lokalen Praktiken, Darstellungsmodi und Eigenheiten in den Vordergrund. Dieser Ansatz verdeutlicht auch dieses wunderbare Werk des britisch-nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare. Es heißt Young Photographer.
Dieser Young Photographer trägt als Kopf einen Globus. Er stellt das Fotografieuniversum dar. Darin sind die Namen der berühmtesten Fotografen und Fotografinnen unserer Zeit eingezeichnet. Zwischen Wolfgang Tillmans und Nan Golding prangt prominent der Name des malischen Fotografen Malik Sidibe. Damit wird Westafrika ins Zentrum gerückt und der globale Norden gleichzeitig an deren Peripherie versetzt. Diese frühesten Fotografen waren meist junge Männer mit sehr ähnlichen Biografien. Francis Schwake, den wir hier sehen, war einer von ihnen. Wie viele seiner Kollegen wurde er in Sierra Leone geboren, ist dann aber mit dem Dampfschiff und seiner ganzen Ausrüstung zwischen Dakar und Luanda gereist und hat so lokale Kundschaft bedient und aber auch für die Kolonialregierung gearbeitet. Diese Männer waren international ganz gut vernetzt, das war auch die Voraussetzung dafür, an Ausstattung und Technik zu gelangen. Und einige von ihnen waren auch Mitglieder von Vereinigungen wie den Odd Fellows, wie man hier gut sieht. Was haben Sie für ein Afrika-Bild? Welche Bilder formen unser kollektives Bildgedächtnis zu Afrika? In dieser Ausstellung erhalten wir die Gelegenheit, unser Bildgedächtnis um bezaubernde Bilder zu ergänzen, die eben stolz und eigen sind.